Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester. Mit dabei wie immer Michaela. und Christian. Und diesmal mit dem richtigen Einspiel, auch wenn wir seitenverkehrt sitzen, weil wir sind momentan hier noch im Hotel und wir wollen uns gleich auf den Weg machen. Wir sind auch ein bisschen, oh, ich habe genau ins Licht geguckt, ein bisschen mies ausgeleuchtet hier. So, was hast du gesagt? Verhörtechniken à la Verhörtechnik, Berlin. die Lampe ist auf Genau, uns das ist gerichtet, so so. ich gestehe. Genau, also von daher, wir bitten das zu entschuldigen. Wir haben jetzt nicht dran gedacht, dass wir noch unsere Scheinwerfer mitnehmen. Von daher, ja, ist qualitativ vielleicht ein bisschen hell alles. Und Christian sitzt auf einem Stuhl, wo er gerade schon gesagt hat, der ist nicht so bequem, von Wir daher müssen Gas darf geben. das Ich habe echt den hier Kreuz. so Das nicht so ist. lang. Und Michaela hat einen Stuhl, den man nicht hoch und runter Und noch fahren ganz kann. kurz der Eingangs, ja, Christian hat auch Angst, er hat gesagt, soll ich ein Kissen drunter legen? Und dann meint er, es sieht aus wie eine Windel. Ja, ich will ein weißes Kissen hier. Wenn ich mir das ins Kreuz lege, dann denkt. Ach, man sieht das doch. Das denkt jeder, ich hätte eine Windel. Aber noch nicht. Okay, dann fangen wir mal an. Wir Schwierig, ja. waren ja Freitag auf der Games Night und da haben wir auch drei Spiele gespielt. Wir haben ja schon erzählt, man musste ein bisschen länger anstehen. Es waren noch ganz viele Bisschen. Spiele weg. Wir wollten zum Beispiel mal Aufbruch zum Roten Planeten ausprobieren. Was ich, wir hatten viele Spiele, die wir eigentlich Hamlet. hätten ausprobieren wollten, die aber nicht da waren. Und dann habe ich noch ein Spiel gefunden, was dann da war. Und zwar war das erste Spiel, was wir gespielt haben, Tipperary von Lookout Spiele. Ist jetzt ja auch gerade erst neu rausgekommen bei Asmodee im Vertrieb. Ist im Prinzip ein Familienpuzzlespiel. Wir haben so, ja, man kann das so ein bisschen beschreiben mit der Lazy Sue bei Planet Unknown. Wir haben so ein, ja, wie kann man das Ein nennen? Rondell, ein An, bewegliches Rondell. ja, was auch so Auswahl, wie viel hatte es denn? Vier, Fünf. fünf? Also Quadranten Fünf. hat. Und es gibt halt, wir mussten das Spiel am Anfang auch auspöppeln, es gibt so ganz viele Tetris-Teile, die stopft man in einen Sack rein, wo man schon mal sagen muss, Ein dieser Sack geht Beutelchen. gar nicht rein. Ich Das habe ist nämlich kein Sack, das ist ein ein Beutelchen. Beutelchen, ja, ich Ein habe. Beutelchen. Als ich dieses Spiel ausgepöppelt habe, ich schon zu Christian Das gesagt, passt nicht. das kann niemals in diesen Sack reingehen. Und es geht über, man stopft es Ja, wirklich man muss die rein. Sachen knicken und zusammenfalten und dann Nein, gar. passen. Nein, das war Spaß, aber es geht eigentlich, ist der Sack zu klein. Genau, und dann wird halt an dieses Auswahlfeld, an jeden Abschnitt werden zwei verschiedene von diesen Tetris-Teilen gezogen. Eigentlich schön aus dem Beutel, den man schütteln sollte. Das geht aber nicht, weil der Beutel viel zu klein ist. Auf jeden Fall werden da mal zwei Teile angelegt. Jeder Spieler bekommt noch sein Startteil. Da ist so ein Wappen drauf, sage ich mal. Und auf diesem Auswahl, was hast du gesagt? Drehteil. Drehteile sind auch diese Wappen drauf. Und letztendlich geht es darum, man möchte sein eigenes Gebiet so gut wie möglich puzzeln. Und dann wird der am Zug ist oder der aktive Spieler ist oder wie auch immer, der schnippt dieses Drehteil in der Mitte und dann dreht sich das. Und je nachdem, wo das eigene Wappen zum Stehen kommt, da darf man sich die beiden Puzzleteile rausnehmen, sich eins davon aussuchen und das baut man halt in sein Gebiet an. Und so baut man sein Gebiet aus. Und es gab halt auf diesem Puzzleteil gibt es verschiedene Felder, wie zum Beispiel, es gibt Weizenfelder, Distille und wenn man Weizenfeld oder Distille irgendwie benachbart zueinander legt, dann löst das was aus, weil man hat auf seinem Startteil hat man eine Punkteleiste, da setzt man ein Fass drauf und wenn man halt Distille und Weizenfeld miteinander verbessert, darf man dieses Fass um ein Feld weiter bewegen. Das bringt am Spielende, je weiter ich mit dem Fass nach vorne geschritten bin, Siegpunkte. Außerdem gab es noch bei 6, 13 und 21, wenn man darauf gekommen ist, kriegte man auch noch so ein Bohnen Bonusschaf. scharf. Dann gab es halt grüne Felder, das eine waren Weiden, da waren schon Felder drauf. Felder, da waren schon Nein, Schafe Schafe. drauf. Dann gab es Wiesen, da waren keine Schafe drauf. Da konnte man aber zum Beispiel dann diese Bohnen Bonusschaf scharf. drauflegen. Also auf eine freie Wiese, wo noch kein Schaf drauf ist, konnte man diese Bonusschafe drauf platzieren. Und wer im Spielverlauf die größte zusammenhängende Schafherde hatte, der bekam auch immer dieses Bonusplättchen. 5 Punkte wert. 5 Punkte wert am Spielende. Und am Spielende wurde auch nochmal die größte zusammenhängende Schafsherde dann gewertet. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Es gab Moore. Wenn man zwei Moore miteinander verbindet, war das ein Naturschutzgebiet. Da bekam man so ein Bonus einer Plättchen. Die lagen verdeckt aus. Das drehte man dann um und da war auch eine bestimmte Und das hat Landschaftsart man dann gleich drin. angepuzzelt. Genau, Puzzleregeln wie bei vielen Spielen. Man darf nur an bereits liegende Teile anpuzzeln, entweder waagerecht oder senkrecht, nicht diagonal anpuzzeln. Man darf Löcher lassen. Man darf Löcher lassen, genau. Dann gab es noch, es gab noch die Steinkreise. Da waren einfach nur Punkte drauf, die man dann am Spielende bekam. Und es gab auch noch Ruinen. Ruinen wollten immer drei Stück entweder also in gerader Linie aneinander gepuzzelt werden, entweder waagerecht oder senkrecht. Sobald man das gemacht hat, bekam man so einen Turm. Den Turm legte man bei sich ab. Mit dem Turm konnte man am Spielende noch leere Felder praktisch dann letztendlich füllen. Genau. Und so ging das halt immer weiter, wenn man hat sich halt zwei Teile genommen, sich eins ausgesucht, das angepuzzelt, gegebenenfalls die Effekte ausgelöst, die ich gerade eben beschrieben hatte, wenn man die entsprechenden Landschaftsarten zusammengepuzzelt hat. Und dann lief das eine bestimmte Anzahl von Runden.
Und danach kam es dann zur Endwertung. Da hat man einmal geguckt, sein größtes Rechteck, was zusammenhängt, gepuzzelt war. Stopp. Ohne Löcher. Erstmal konnte man die Türme, die man im Spielverlauf vielleicht gesammelt hatte, auf freie Felder dann noch einsetzen, um so Löcher zu stopfen. Danach, wie gesagt, zum Spielende hat man geguckt, sein größtes zusammenhängendes Rechteck. Da zählte jedes Feld dann einen Punkt. Diese, ich sag mal, Tetris-Plättchen hatten ja eine bestimmte Anzahl von einzelnen Feldern drauf. Ich glaube, von drei bis, keine Ahnung, was wie viele Oh, einzelne da waren Felder. teilweise große bei, Da waren so teilweise sieben, große bei. achter. Und dann bekam man noch, wenn man seinen Startteil vollständig umpuzzelt hatte, nicht nur waagerecht und senkrecht, sondern auch die diagonalen Sachen, dafür bekam man nochmal 5 Punkte. Dann hat man geguckt, für die jeweils größte zusammenhängende Schafherde, die man hat, da bekam man für jedes Schaf in dieser Herde einen Punkt. Plus derjenige, der die größte Schafsherde hatte, bekam nochmal diese Fünf. Bonus 5 Punkte. Dann hat man geguckt von diesen Stonehenge und diesen Steinkreisen. Da waren halt Punkte aufgedruckt. Eins, zwei, ich weiß gar nicht, ob da sogar drei Ja, drauf ein Dreier waren. war dabei, Die definitiv. aufgedruckten Punkte bekam man dafür auch. Dann bekam man noch, je nachdem, wo sein Fass war, die Punkte auf seinem Startplättchen, wie oft man sein Fass hat bewegen können. Und was war noch? Ich glaube, eine Sache war noch, aber auf die komme ich jetzt gerade nicht. Und der Spieler mit den meisten Siegpunkten hat dann halt gewonnen. Und das ist ein einfaches Puzzlespiel, was bei uns ein bisschen doof war. Also wie gesagt, negativ hatten wir ja schon gerade gesagt, der Sack, der geht gar nicht. Ich weiß nicht, wie man so einen Sack da machen kann. Die pa Teile passen halt, da musst du da wirklich reinstopfen. Das heißt, es ist nichts damit, dass man soll die eigentlich zufällig ziehen, dass man dann das Teil zufällig rausziehen Ja, kann. nein. Nein, ist Also man nicht. zieht im Prinzip erstmal die großen raus, weil in die kleinen, die runterrutschen, im Sack kommt man gar nicht ran, weil die Hand zu groß ist für den Ja, kleinen Sack. genau. Oder der Sack einfach zu voll ist so. Dann war noch ein Manko, es gab auf einigen Teilen auch noch so ein kleines Plusschaf drauf. Bonusschaf. Und wenn man dieses Teil platziert hat, bekam man auch noch so ein Bonusschaf. Und das hat man auch Das übersehen, weil das war. viel zu klein war Ja, ja. teilweise. Also das war auch ein bisschen unglücklich. Und was bei uns passiert ist, wir haben es tatsächlich an dem Abend zweimal gespielt. Dieses Schnippen, dadurch wird ja eigentlich zufällig bestimmt, wo das eigene Wappen zum Stehen kommt, aus welchem Viertel man sich letztendlich, oder Fünftel, Ja, wenn es das war fünf, gezinkt. man sich dann die zwei Teile nehmen durfte. Und wir haben bei uns total häufig gehabt, ist ja eigentlich Zufall, dass dieses Ding beim gleichen Viertel, wo man sich gerade vorher schon ein Teil rausgenommen hat, sodass man nicht wieder zwei neue Teile Dann nur im hatte, Prinzip eins, ein weil für das Eins. eine hatte man sich ja eh schon dagegen entschieden. Genau, weil am Ende der Runde, das haben wir noch nicht gesagt, wurde immer da, wo man sich das weggenommen hat, das eine Bonusteil wieder auf zwei aufgefüllt, sodass in jedem Abschnitt auch wieder zwei Teile lagen. Also das war irgendwie ein bisschen unglücklich. Also von daher, es ist ein schönes, einfaches Familienpuzzlespiel und es hat mir gefallen. Ich würde es auch wieder mitspielen, aber es hat halt doch schon einige Mankos gehabt letztendlich. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel. Möchtest du Land und Meer oder First Empires? Land und Meer. Ein Spiel, das mich total begeistert hat, mich total geflasht. Funktioniert, eigentlich kann es ja nur ein Zwei-Personen-Spiel sein, oder? Ja, du kannst es auch irgendwie in Teams spielen. Da stand auch irgendwie was mit 3- und 4-Personen-Regeln, glaube ich, drin. Aber die Okay. haben wir uns ja nicht Also, durchgelesen. Aber es ist eigentlich doch irgendwie ein gefühlt ist es definitiv Zwei-Personen-Spiel. so ein Duell, Zwei-Personen-Spiel. Der eine ist das Land, der andere ist das Meer. Und wir versuchen Punkte zu machen. Und zwar haben wir halt eben Plättchen. Das sind im Prinzip so. Ja, Landschaftsplättchen, die halt eben aus Wasser und aus Land bestehen. So, und dann legen wir die hin, müssen die ganz normal aneinander puzzeln. Und wenn halt eben ein Spieler, egal, also angenommen, ich bin Meer, Michaela ist Land, und ich bastel irgendwie ein Land zusammen, eine Landmasse, dann kriegt sie die Punkte, weil sie ist ja Land. Wenn auf diesen Landfeldern, die jetzt geschlossen worden sind, noch irgendwie ein Kreuz ist, das war so ein Symbol, Bonussymbole, dann ja. habe ich die Anzahl der Kreuze in dieser Landmasse dann trotzdem bekommen, weil ich habe es dicht gemacht. Hätte Michaela ihr Landteil dicht gemacht und dann wären Kreuze drin gewesen, hätte sie Punkte fürs Land gekriegt, plus eben Punkte für diese Bonusgeschichten. Und wir puzzeln das eben so zusammen und versuchen logischerweise, ich versuche eher mehr Flächen zuzukriegen, rundzukriegen. Michaela versucht das bei Land und so entsteht quasi eine Landschaft. Und im Laufe des Spiels kriegt man eben Punkte und ja, das ist das Spiel. Man muss halt. Gefühlt ist es so, das glaubt mir jetzt wieder keine, gefühlt ist es echt so, dass es einfacher ist, die Landdinger zuzumachen als die Wasserdinger. Das Das hast du liegt im an Spiel der, auch nein, gesagt. das liegt an dieser, das ist so unterschwellig, das ist so kognitiv. Und zwar, das ist einfach, bei allen Spielen versucht man Landflächen zusammenzumachen. Meer interessiert keine Sau. Egal wie viel Küste da ist, wie viel Wassermassen oder so, Hätte dich aber hat schon interessieren müssen. bisher, bis auf dieses Spiel, hat mich das noch nie interessiert. Ich habe immer versucht, wenn überhaupt, halt eben Landflächen zusammenzubauen. Und das ist das erste Mal, dass ich versuche, Wasserflächen von Land zu umgeben. Und das fühlt sich komisch an. Und deshalb, ich habe es gewonnen, aber
war komisch, ich weiß nicht warum. Also ich habe die ganze Zeit geflucht, weil gefühlt Michaela Gardenland zugemacht, ich habe für sie aus Versehen eins zugemacht und. Und sie hatte Punkte, Punkte, Punkte. Und plötzlich so irgendwann, aber wenn ich den da anlege, dann habe ich ja einen riesigen See, in Anführungszeichen. Und da hat das funktioniert. Aber also mir hat es nicht so richtig viel Spaß gemacht, wenn ich schon eine Wertung. Ich darf ja noch eine Wertung mit Natürlich reinmachen. darfst du das. Ich fand das eher langweilig. Also wir haben es da einmal gespielt. Ich fand es eigentlich ganz nett als Plättchenlegespiel. Du hast ja auch Land. Ja und? Du hast auch gewonnen. Ja, aber Du darum hast ja geht es ja schon nicht. Es gleich geht ja von um Spielspaß, es du geht hast nicht ja um gleich von Gewinn. Anfang an gequakt und hinten raus hast du dann Ja, aber es fühlte sich Das nicht ist so das richtig an. Übliche. Also man bekommt ja, wenn man ein Plättchen legt, also pro Plättchen, wo halt dieses Land dann drauf ist oder was da Also, das drauf habe ist, ich jetzt nicht bekommt man erzählt, einen ja. Punkt, genau. Und dann gab es halt auch noch Plättchen, da kann man auch noch, wenn da, ich glaube, das war Wiederholung, ich weiß nicht, wie das Symbol hieß, aber es gab Plättchen, da war so ein Symbol drauf, ich glaube eine Windrose oder Da so. durfte man Dann durfte nochmal. man nochmal, also durfte man in einem Zug, weil normalerweise man hat immer zwei Plättchen auf der Hand und eins davon legt man aus und dann zieht man nach und das Spiel endet halt, wenn alle Plättchen verpuzzelt sind. Und es gab halt Plättchen mit diesem Normalsymbol, dann konnte man sogar zwei Plättchen in seinem Zug legen. Es gab aber auch Plättchen, da konnte man dem anderen zum Beispiel eins stehlen, Der wenn konnte es. dann nur aus einem aussuchen, quasi dann, Genau, wenn und er mit Zug war. genau, es sei denn, es war sein letztes Plättchen, hätte man nicht stehlen dürfen. Also ich fand es ganz nett. Wir haben es jetzt auch in der Basisversion gespielt. Es gab nachher auch noch unterschiedliche Wertungsmethoden, die haben wir es noch nicht mit reingenommen. Aber ich fand das Plättchen-Legespiel jetzt nicht so schlecht. Und dafür, dass Christian gleich am Anfang haust doch, das kann man ja gar nicht, wie soll denn das mehr gewinnen? Und hat er am Ende gewonnen. Also von daher. Okay. Wir haben uns übrigens für jedes Spiel neu angestellt. Das hatten wir ja schon im Rückblicksvideo gesagt. Zu Berlin kommen, das war ein bisschen schade, aber egal. Dann haben wir als letztes noch First Empires gespielt. Das ist ja im Prinzip so ein Risiko für Stimmt, da es muss ihm eigentlich gefallen, weil Christian mag Risiko total gerne. Also wir haben eine große Landkarte, spielabhängig spielt ihr mit der einen und Groß. mit der anderen Seite. Und da habt ihr halt bestimmte Länder drauf, die sind unterteilt, auch farblich unterteilt und jeder hat noch so ein eigenes Spielertableau. Und da sind insgesamt fünf oder sechs Leisten, auf die man hochgehen Fünf. kann. Fünf waren da drauf, genau. Und ein Spielzug läuft immer so ab. Die erste Leiste gibt immer vor, man kann sich auf jeder Leiste halt verbessern, wie viel Würfel man nehmen darf. Am Anfang sind es erstmal zwei Würfel, kann ich mich nachher hoch verbessern. Ich glaube, es sind so vier oder fünf Würfel, die ich nachher Fünf wäre nehmen darf. Maximum oben gewesen. Genau. Das heißt, ich nehme am Anfang meines Zuges die Würfel, die ich mir nach der ersten Leiste nehmen darf. Die würfel ich dann. Die zweite Leiste gibt mir dann vor, wie viele Neuwürfel ich machen darf. Das heißt, ich darf zum Beispiel am Anfang erstmal nur einen Neuwurf machen, aber mit beliebig vielen Würfeln. Auch das kann ich wiederum mit dieser Würfel, mit dieser Leiste verbessern. Danach, es gibt noch so Forschungskarten, kann ich auch noch Forschungskarten abgeben, um Würfel auf eine schwarze Seite auf das Schwertsymbol zu drehen. Danach kommt die Bewegung, da kommt meine Bewegungsleiste, die gibt mir vor, wie viel ich meine Einheiten, die ich schon auf dem Spielplan habe, bewegen darf. Dann man möchte nachher ganz am Ende, ich sag mal, Paare aus Ländern mit den Würfelsymbolen haben und man möchte auch Länder erobern, weil an bestimmten Symbolen auf diesen Würfelleisten muss der Gegner auch Städte einsetzen. Ich glaube, zu Beginn hatte man jeder eine Stadt. Und man kann mit dieser Bewegung jetzt erstmal, ich sag mal, leere Länder natürlich so einnehmen oder man kann auch fremde Länder erobern. Da muss man aber mindestens mehr Eroberer haben als der andere. Das heißt, ich kann dann in ein Land einmarschieren, wo Christian ist. Und wenn ich mehr Eroberer habe, also mehr Spielfiguren als er, dann muss er sich zurückziehen in ein Land, wo er mindestens eine Spielfigur liegen hat. Wenn dann in dem Land eine gegnerische Stadt, also eine Stadt von Christian liegt, dann nehme ich mir die. Die ist eine bestimmte Anzahl von Siegpunkten wert. Ich glaube, 1 bis 3 hatten die an Ja, aber man Siegpunkten, weiß ne? es nicht, weil sie verdeckt hingelegt werden. Genau, und die nimmt man einfach zu sich und am Spielende würde man die Siegpunkte dafür kriegen. Genau, nach dieser Bewegungsphase darf man nochmal wieder Forschungskarten abgeben, um seine Symbole auf den Würfeln zu ändern. Weil jetzt danach guckt man dann, diese Länder haben bestimmte, ja auch die Symbole, die auf den Würfeln drauf sind und man möchte jetzt halt Paare bilden, dass man ein Würfelsymbol hat mit einem Land, was man besetzt hat, was das gleiche Symbol hat. Weil dafür konnte man auf den jeweiligen Leisten dann Aufwerten. vorwärts gehen. Genau, weil jede Leiste, es gab ja fünf verschiedene Leisten, also gab es auch fünf verschiedene Symbole auf den Würfeln. Dann durfte man auf dieser Leiste pro Würfelpaar, zum Beispiel, ich sag mal am Anfang, das war glaube ich eine Sonne, ne? Also habe ich ein Land mit einer Sonne, bin ich da jetzt drin mit meinen Einheiten und habe auch den Würfel. Also für jedes Würfelpaar aus Land und was ich besetzt habe, was mir gehört, plus Würfel, durfte ich auf der entsprechenden Leiste mich jetzt quasi verbessern. So hat man sich jetzt jedenfalls dann verbessert. Und da gab es noch eine Leiste danach, wo man dann Forschungskarten, wenn man da hochkam, konnte man sich eine Forschungskarte nehmen. Und auf der letzten Leiste konnte man sich dann Einheiten auch noch nehmen. So konnte man auch noch Einheiten dann auf den Spielplan Also bekommen. wichtig ist aber, man macht nicht alles. Also man macht nur das, wo man die Würfelsymbole Paar, wo hat. man Ja, die also Paare wenn hat. ich jetzt, nee, nicht die Paare. Also Doch, wenn ich Paare jetzt, aus Land und. nein, das, was ich meine, ist, man würfelt und hat jetzt ein Würfelergebnis. Angenommen, am Anfang habe ich eben nur diese zwei Würfel. Dann kann ich halt eben auch nur diese zwei Symbole nutzen. Also ich kann jetzt nicht
mit zwei Würfeln angreifen, marschieren und irgendwas verbessern. Nein, also ich kann nur zwei Aktionen machen, würden sie denn passen? Nee, das war nicht so. Du konntest Doch. Dich im Nein, du konntest dich immer bewegen. Die Würfelpaare waren wirklich nur dafür da, dass du auf den Leisten nach oben marschiert bist. Ja. Habe ich das so falsch Also im du Kopf? konntest bewegen immer. Das war so, wie ich es erklärt habe. Also du machst nach dieser Würfelaktion, nachdem du gewürfelt hast, konntest du dich bewegen und das war mit dem Würfelergebnis Das war wirklich unabhängig. Nur das zum Aufleveln. Genau, okay, genau. dann Das nehme ich war das nur zurück. mit dem Aufleveln. Dass du am Ende deines Zuges gucken wolltest, hast du ein Würfelpaar aus dem Symbol mit dem Land und da durftest du auf den entsprechenden Leisten hochgehen. Okay. Also bewegen durftest du dich immer an der U-Bahn. Okay. Genau, und da spielte man halt eine gewisse Anzahl an Runden. Man hatte auch noch Forschungskarten, wie gesagt, die konnte man ja ausspielen, um das Würfelergebnis zu verändern. Entweder in der Phase, wo man die auf das Angriffssymbol drehen, oder dann ja zum Ende, wo man die Würfelpaare drehen wollte und wo man die Würfelpaare und Landpaare haben wollte. Und durch diese Forschungskarten, wie gesagt, konnte man, wenn man die im Spielverlauf erfüllt hat, zum Beispiel drei benachbarte Regionen oder sowas, die du besetzt hast, oder wie auch immer, da waren bestimmte Ziele drauf, konnte man auch Punkte bekommen. Und am Spielende bekam man halt nochmal Punkte, einmal je nachdem, wo man auf den Leisten oben war und für die Städte, die man erobert hat, was dann auf Was auf der der Rückseite Rückseite. drauf war. Genau, eigene Städte kann man natürlich nicht erobern. Wenn die noch am Spielende auf dem Spielplan sind, dann bekommt man die einfach zu sich und bekommt da auch nochmal dann die Siegpunkte für. Ja, also ich fand es jetzt ganz nett. Ich muss es nicht haben, das Spiel. Ich fand es aber ganz lustig mit diesen Leisten. Es war mal Risiko, sage ich mal, in einer anderen Variante. Leid, 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 leid. leid, leid. Du hast das, ich glaube, du hast das Haus hoch gewonnen, ne? Nein, nein, Nee? nicht haushoch. Nee, nee, das war knapp. War knapp? Ja, Okay, aber ja. du hast es auf jeden Fall gewonnen. Du hättest aber auch eine Runde früher schon. Also das Problem war halt eben, wir haben schon versucht, uns die Städte gegenseitig wegzunehmen. Und ich habe dann relativ viele Leute in meinem Startland gehabt, weil da waren, ich weiß gar nicht warum, da waren dann mehrere Städte drin. Ich glaube, da habe ich drei Städte drin gehabt. Und ich hatte, glaube ich, sieben Leute. Und Michaela hat es dann eben in einem Zug wirklich so gemacht, die in zwei Ländern drumherum, ich glaube, fünf Leute platziert, fünf Angreifer, und hat dann eben die Würfel, die sie hatte, eben so alle umgedreht, dass sie alle schwarz waren. Das heißt also, sie hatte dann drei schwarze Würfel, Anführungszeichen, ist dann nochmal mit fünf Leuten reinmarschiert, hatte acht, das heißt, ich habe das Land verloren und habe auch gleich die Städte Muss ich verloren. vielleicht nochmal kurz erklären, diese schwarzen Würfel zählten halt für jeden Angriff wie Für eine jeden Einheit. Angriff wie eine Das war Einheit. Und gefühlt das sehr stark, ne? war auch ganz krass. Also Ja. gerade das habe ich am Anfang versucht, hatte ich einen und bin dann quasi, Michaela hatte zwei Länder mit jeweils zwei Leuten drin. Dann bin ich eben mit zwei Armeen da rein, habe diesen schwarzen Würfel dazu addieren dürfen, habe gewonnen. Sie musste den abziehen und dann bin ich mit den gleichen zwei noch in ein anderes Land reinmarschiert, habe wieder den Würfel gehabt und habe wieder drei gehabt und habe sie wieder verscheuchen können. Und das fühlte sich irgendwie falsch an. Fühlte sich sehr stark an, auf jeden Fall sehr Stark und gefühlt übermächtig, ne? falsch. Also ich Dieser kann den schwarze Würfel einmal Würfel. einem Angriff zuordnen, das hätte ich okay gefunden. Aber jedem Angriff in meiner Runde und gerade wenn ich dann wirklich sage, ich gehe jetzt voll auf Angriff, ich mache alle Würfel, wenn ich es denn kann, auf Schwarz. Fühlte sich Du komisch hast es auch an. taktisch besser gemacht mit den Städten. Ich habe die irgendwie so verteilt. Du bist ja auch noch auf die eine Insel da gegangen Ja, far, letztendlich. far away, dachte Far, ich. far away, genau. Also von da, das hast du ja eigentlich ganz gut gemacht. Das war ja auch das erste Spiel, aber es war taktisch besser, als ich das gemacht habe. Aber ich habe ja trotzdem zum Spielende war es mit den Städten nachher Ich relativ habe eine Stadt pari. mehr gehabt als Und du. ich hatte Ja. eigentlich gedacht, du gewinnst viel mehr, weil du Nee. viel mehr erobert hast. Du hattest auch schon total viele Städte vor mir. Ich habe immer so, ah, nein. Und dann kam eben dieses Wumm. Und Was du schon da. sagtest, hätte ich früher machen können, das habe ich Ja. gar nicht so Ja. gesehen. Es wäre Also eine Runde früher wäre es gegangen und ich habe irgendwie nicht die Chance gehabt, da noch mehr Leute reinzuhauen, dass ich eben mehr verteidigen kann. Und das war auch ein bisschen ich finde, das muss blöd. man halt nochmal spielen, das hat schon taktische Elemente und ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Eigentlich so schlecht, aber ich fand eben ein paar Sachen holprig. Also dieser schwarze Würfel, der bei jedem Angriff zählt, den fand ich echt zu mächtig. Und dass man eben auch so Und wir meinen auch, seine wir haben das Einheiten richtig halten. gespielt mit dem Würfel. Also von daher, wir haben es sogar Das haben nochmal wir sogar nachgelesen, nachgelesen, ne? ein Ja. zweites Mal, ja. Ja. Das stand da für jede Eroberung stand da drin. Ja. Gut, nächster Tag. Genau, dann kommen wir jetzt zu Samstag. Da sind wir morgens gleich erstmal. Da war bei Autobahn, da saß ein Spieler. Viele Grüße an dieser Stelle, falls du unser Video guckst. Und da haben wir ihn gefragt, ob wir uns dazusetzen dürfen. Und er war noch allein und er hat gesagt, ja klar. Und dann haben wir da mal Autobahn bei Strohmann Games ausprobiert. Ja, wie das Spiel heißt, Autobahn. Es geht darum, dass wir Autobahnen ausbauen. Deutsche Autobahn. Genau, deutsche Autobahnen ausbauen. Genau, das deutsche Auto. Wobei wir sind nachher ja auch, nee, wir haben die Nachbarländer angeschlossen, sowas glaube ich, ne? Und es ist im Prinzip so, wir spielen verschiedene Phasen. Man guckt am Anfang erstmal seiner Phase, ob man noch irgendwelche Lieferboni auslösen kann. Man hat nämlich noch so ein kleines Tableau, man kann noch in verschiedene Länder liefern, die haben bevorzugte Waren. Wenn man die Ware, ich sag mal, irgendwann mal dahin transportiert hat, könnte man jetzt gucken, wenn man das noch nicht ausgenutzt hat, ob man diesen Lieferbonus ausnutzen kann. Da gibt es verschiedene Boni dann, die man damit bekommt. Danach kommt eigentlich die Hauptphase, nämlich die Aktion.
Aktionsphase, wo man entweder eine Karte spielen muss oder man nimmt sich Geldmittel oder man nimmt seine Karten auch zurück und bekommt dadurch letztendlich auch Geld. Aber dieser Hauptmechanismus war halt, dass man dann eine Karte spielen konnte. Man hatte am Anfang, ich weiß gar nicht, wie verschiedene Farben es gab, auf jeden Fall, die Autobahn hat verschiedene Farben, schwarz, orange, weiß und so weiter. Und von jeder Farbe hatte man erstmal eine auf der Hand. Man hat ein eigenes Spielertableau und oben hat man so Slots, wo man die Karten anspielen kann. Und damit kann man zum Beispiel Verbesserungen auf seinem Spielertableau freischalten. Man kann Straßenabschnitte bauen, man kann die Straßenabschnitte ausbauen zu einer vierspurigen Autobahn, man kann Tankstellen bauen. Und das letzte habe ich jetzt gerade vergessen. Irgendwas mit den LKWs. Ach ja, Ein genau, die LKW freischalten LKW beladen. oder beladen. Sehr gut. Und man kann am Anfang an jedem Slot nur eine Karte maximal anspielen. Man kann das aber näher auch verbessern, um mehr Karten Nee, anspielen zu außer können. beim Außer Autobahnbau. beim Straßenabschnitt bauen. Genau, die Genau. einspurige Straße, da konnte man bis zu drei Dreimal. Karten sogar anspielen. So, dann habe ich eine Karte ausgespielt und je nachdem, welche Farbe diese Karte hat, durfte ich jetzt einen Straßenabschnitt, zum Beispiel eine schwarze Karte aus, wo ich einen Straßenabschnitt bauen kann. Dann darf ich halt bei der schwarzen Straße einen Straßenabschnitt bauen und man darf halt immer nur benachbart legen. Ich kann nicht irgendwo hinlegen, ich muss es dann benachbart anbauen. Dann musste man auch noch gucken, diese Städte, die daneben sind, haben bestimmte Stadtwerte, die können dadurch auch letztendlich dann verbessert werden. Genau, also mit diesen Karten konnte ich dann, oder wenn ich jetzt das bei der Tankstelle angelegt hätte, diese Karte, dann hätte ich an dem, auch sagen wir es mal, das ist eine weiße Karte, die ich da angelegt hätte, dann hätte ich bei dem weißen Straßenabschnitt, sofern da schon irgendwas mit einer Straße auch bebaut ist, da auch eine Tankstelle zum Beispiel Wenn hinbauen denn ein können. freier Tankstellenplatz da auch war. Genau, es gab dann Und immer. man muss es auch bezahlen. Je nach Genau. Epoche, wir durchlaufen drei Epochen von 49 bis 65, 66 bis 99, Hatte ich ab nicht im Kopf, 99, ja. irgendwie so, also verschiedene, also so drei Epochen. Und je nachdem, welche Epoche wir gerade sind, umso teurer ist das auch nachher. Genau, also da musste man, gab es oben so eine Übersicht, musste man je nachdem, was man gebaut hat, einen einspurigen Straßenabschnitt oder den Ausbau zu einer Vierspurigen, je nachdem musste man natürlich auch mit Geld dann bezahlen können letztendlich. Genau. Oder man konnte zum Beispiel auch noch den LKW beladen, sagen wir zum Beispiel eine rote Karte aus, an LKW beladen, dann durfte ich auf ein Depot, was halt zu der Farbe passt, mein LKW hinstellen und mir die Farbe, die ich in dieser Stadt beladen kann, zum Beispiel Pharmazie, was auch immer, was es da an Waren gab, die habe ich halt auf meinen LKW draufgeladen. Da gab es auch so ein kleines Manko, weil der LKW, das ist eigentlich schön gemacht, das ist so ein Holz-LKW, man lädt die Ware auch da drauf, aber das ist schon sehr wackelig, das kann Ich fand, das runterfahren. ging noch, aber das Draufstellen vom LKW nachher auf den Autobahnstraßen, also die Autobahnabschnitte waren so kleine Pappabschnitte im Prinzip, wenn man auf die Karte draufgelegt hat. Und wenn ich dann eben diesen Pappabschnitt hatte und da drauf meinen LKW machte, weil der passte nicht voll drauf. Das heißt, eins von den beiden Rädern, Vorder- oder Hinterteil von dem LKW, war eben nicht drauf. Das heißt also, wenn ich das falsch schon hingestellt habe, da konnte es auch sein, dass die Ladung, die ich drauf hatte, eben runtergerutscht ist, war ein bisschen Oder der instabil. umgekippt ist Ja, oder also was wir auch haben es nachher immer. gemacht, wir haben es dann neben diesem Teilabschnitt quasi hingestellt, das ging dann einigermaßen, sah aber nicht so schick aus. Genau, also so spielte man halt eine Karte aus und je nachdem, an welchem Slot ich die angespielt habe, konnte ich entweder eine Verbesserung auf meinem Spielertableau freischalten, eine Tankstelle bauen, Streckenabschnitt bauen oder halt einen LKW beladen. Genau, wenn ich das nicht machen möchte, kann ich auch eine Arbeitskraft. Es gab bei jeder Epoche gab es ein Feld oben, da konnte ich eine Arbeitskraft einsetzen. Das kann ich aber nur einmal pro Epoche machen, um mir Geld zu holen. Das waren in der ersten Epoche 12, in der zweiten 16, in der dritten 24 Geld. Aber das kann ich halt nur einmal pro Epoche machen. Oder ich kann das so machen, wenn ich jetzt Karten ausgespielt habe und ich habe noch Karten auf der Hand, kann ich auch die ausgespielten Karten auf die Hand zurücknehmen und bekomme für jede bereits ausgespielte Karte auch ein Geld. So konnte ich mir auch nochmal Geldmittel besorgen. Genau, und dann kam die nächste Phase, hat man geguckt, ob man vielleicht einen LKW schon im Spiel hat und ob man ihn jetzt bewegen kann, weil wenn ich zum Beispiel eine schwarze Karte gespielt habe und der LKW steht gerade auf einem schwarzen Streckenabschnitt, je nachdem in welcher Epoche ich bin, in der ersten Epoche durfte ich den LKW dann zwei Felder weit bewegen, in der zweiten und dritten Epoche dann bis zu drei Felder weit. Und wenn er beim Startpunkt sogar auf einer ausgebauten vierspurigen Autobahn entstand, auf dieser schwarzen, dann durfte ich ihn sogar noch ein Feld mehr bewegen. Also so habe ich dann die, ich sag mal, LKWs bewegt. Ja, und dann kam noch der letzte Schritt. Wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich jetzt am Zugende bin, gar keine Karten mehr auf der Hand gehabt hätte, dann hätte ich halt alle Karten zurückgenommen. In dem Moment hätte ich aber kein Geld bekommen. Genau, und so gibt es da halt verschiedene Sachen. Wenn man die Waren abliefert, kann man auch noch so Prämienplättchen bekommen. Die bringen bestimmte Bonuseffekte.
Wenn man eine Strecke baut, legt man auch noch, es gibt noch so ein Bauamt, da gibt es verschiedene zur Streckenabschnitt passende, ich sag mal, Bauämter. Dann legte man auch noch einen Angestellten in das passende Bauamt. Also habe ich einen schwarzen Streckenabschnitt gebaut, packe ich eine Person in das Bauamt, war das schon voll, je nach Spieleranzahl durften dann noch verschiedene Angestellte liegen. Dann rutschte der ganz linke raus, der kam dann ein Tableau höher in die Verwaltung, da wollte man eigentlich, Befördert worden. genau, ist befördert worden. Eigentlich wollte man rausrutschen, weil da oben wollte man rein in dieses Verwaltungstableau, weil das brachte dann halt am Spielende Siegpunkte, weil wenn man in der Eingangshalle stand, Aber da bekam man Geld. bekam man für jeden Angestellten 2 Punkte am Spielende. Und es gibt noch 3 weitere Etagen, je nachdem, wo ich da stehe, bekam man am Spielende dann auch noch Punkte. Das heißt, man wollte eigentlich Arbeiter befördern, weil wenn ich am Spielende in der ersten Etage stehe, bekomme ich 1 Punkt, in der zweiten Etage 2 Punkte, in der dritten Etage 3 Punkte pro Angestellte, die ich dann noch im Bauamt habe, pro unterschiedliche Länder, die ich beliefert habe, pro Tankstellen, die ich gebaut habe und pro 20 Geld. Also von daher, man wollte dann dieses Verwaltungstableau rein und man wollte da auch mit Angestellte befördern, nach oben rutschen. Warum man in diese Bauämter rein wollte, am Ende jeder Epoche, also derjenige, der den letzten Streckenabschnitt gebaut hat, der durfte erstmal noch einen Arbeiter befördern. Und dann wurde am Ende jeder Epoche geschaut, wie wertig die einzelne Strecke war. Diese Städte haben ja, wie gesagt, Stadtwerte. Die wurden auch je nachdem, wenn es weiter ausgebaut wurde, haben sich auch diese Stadtwerte erhöht. Und dann hat man geguckt, zum Beispiel im Bauamt Schwarz, da sind Mitspieler drin. Also guckt man bei dem schwarzen Streckenabschnitt, was für ein Stadtwert ist das? Und dann wird dieser Stadtwert halt, sagen wir es mal, ein Stadtwert von oder Streckenstadtwert im Wert von 12. Und wir haben da 3 Angestellte bei Schwarz drin, dann wurde das halt durch 3 geteilt. Das heißt, jeder bekam dann 4 Geld. Gegebenenfalls, wenn es wie Pro, krumm ist, wurde es abgerundet pro genau, Angestellten, die pro man da drin. Angestellten. Also so kam man dann auch nochmal auf Geld. Genau, und so spielt man halt diese 3 Epochen letztendlich durch. Am Ende einer Epoche wurde auch nochmal, guck, man hatte auch noch so Zielkarten, Routenkarten nannte sich das. Man möchte bestimmte Verbindungen. Ich hatte, glaube ich, Paris mit irgendwas. Also wenn das verbunden ist, bekam man auch noch Boni und wenn da noch, ich sag mal, Autobahnen und pro Tankstelle, hat sich das auch noch reduziert. Man konnte es auf 0 reduzieren. Man wollte auch mindestens 0, wenn man dann die meisten Boni bekam für die Karte. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert, dann ist auch ein bisschen weit gegriffen. Aber es gab auch noch Zielkarten und all sowas. Also, wir haben die erste Epoche durchgespielt, die zweite Epoche haben wir angespielt. Dann haben wir erstmal abgebrochen, weil wir es nicht ganz zu Ende gespielt haben. Und wie gesagt, am Spielende hätte man halt geguckt, wo man auf diesem Verwaltungstableau, wie ich das schon von erklärt hatte, wo man da steht und würde man da nochmal die Siegpunkte dann bekommen. Und ich fand das ganz nett, das war ganz witzig, das Spiel. Da muss man aber erstmal reinkommen und auch erstmal kapieren. Ich habe es am Anfang nicht ganz kapiert, wie jetzt diese Stadtwerte sich erhöhen und so. Und dann hatte auch jemand schon, ich wollte noch in ein Bauamt auch mit rein, weil ich an dieser Strecke, wenn gleich die Epoche zu Ende ist, auch noch mit dran partizipieren. Da war die Epoche zu schnell zu Ende, weil ihr die schon zu Ende gemacht hat und so weiter. Also es hat mir Spaß gemacht und das würde ich gerne nochmal spielen, das Spiel. Ja, also Spaß hat es gemacht, hat halt eben relativ viele kleinteilige Regeln gefühlt und ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel zu zweit so viel Spaß macht wie zu viert, weil man lebt eben davon, dass man selber da eine Strecke baut, da vielleicht eine Tankstelle hinstellt und ein anderer das quasi dann auch benutzen muss. Da kriegt man dann eben auch Einnahmen und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das zu zweit spielt, dass man doch ein bisschen aneinander vorbeispielt, so ein bisschen Oh, jedenfalls. das glaube Könnte ich ich mir nicht, vorstellen. weil du ja zum Beispiel Tankstellen, das hatte ich auch nicht gesagt, die baust du ja einen Streckenabschnitt und da möchtest du ja vielleicht, also wenn du selber vorbeifährst, kannst du dir einen Bonus aussuchen und je nachdem, wie viele Tankstellen du gesucht hast, die gaben verschiedene Boni unten und so weiter, da konntest du einen Boni aussuchen oder wenn ein anderer vorbeifährt, kriege ich ja das Geld quasi. Also von daher, ich weiß gar nicht so genau, ob man dann, weil man möchte ja auch an den Strecken, wie ich das gerade gesagt hatte, wenn nachher die gewertet wird, möchte man ja auch im Bauamt dabei sein, um letztendlich Ja, dann auch das Geld zu kriegen. wie gesagt, wir haben es ja nicht zu zweit gespielt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen nebeneinander läuft. Aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel. Autobahn ist übrigens von Stroman Games. Haben wir, glaube ich, noch Sagtest nicht du gesagt. Habe ich schon? Okay. eingangs. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, Valbara. Das haben wir bei Asmodee gespielt. Richtig, genau. 2 bis 4 Spieler, 2 bis 5, 2 bis 4, ich glaube 2 bis 4 aus dem Kopf. Jeder Spieler hat 12 Karten, nummeriert von 1 bis 12. Das sind Charaktere, die haben einen gewissen Effekt. Das ist erstmal die Ausgangslage. Und dann haben wir ein Raster ausliegen aus 2 mal 2 Landschaftsplättchen im Zweierspiel. Also das heißt, wir haben eine Reihe Landschaft, Landschaft und darüber eine Reihe Landschaft, Landschaft. Und derjenige, der das, also jeder von uns spielt verdeckt eine Karte aus und derjenige, der die niedrigere Karte hat, darf sich so eine Landschaft, darf von den beiden aus den unteren Landschaften sich eine nehmen, der andere muss die zweite dann nehmen und damit puzzeln wir quasi uns eine Landschaft hin, die nachher
neun Landschaften umfasst. Dann ist in Zwei-Personen-Spiel Schluss. Genau, aber immer nur äußige Spieler unzahlabhängig gewesen. Ja. So, und diese Landschaften, die haben halt eben gewisse Effekte. So, wenn ich diese Landschaft habe und drumherum ist eine andere, ist die gleiche Landschaft, kriege ich halt eben Siegpunkte. Oder ich kriege über... Also die haben halt eben gewisse Eigenschaften, die dadurch verstärkt werden können. Also zum Beispiel pro Wald, wenn man einen Wald gebaut hat, kriegt man immer 3 Münzen. Oder pro Grasland, pro eigenes Grasland und pro Grasland bei den benachbarten Spielern ein Punkt und so weiter. Oder halt eben, wie, wenn ich jetzt 2 Berge habe, kriege ich 10, habe ich 4 Berge, kriege ich 20 Geld als Beispiel. Genau. Also Geld war Siegpunkte wert. Und die Charaktere, die man ausspielt, die haben halt eben auch noch Eigenschaften. Also da kann es sein, ich lege irgendwie eine niedrige Karte, eine 3 oder eine 4. Da steht drauf, ist das die niedrigste Zahl, die insgesamt ausgespielt worden ist, kriegst du 3 Punkte, 3 Geld, wenn ich dann eben nicht. Oder es kann eben sein, ich schmeiße eine Karte hin, mit der Karte kann ich mir eine bereits abgelegte Karte wieder zurückholen und. Und das spielt sich relativ zügig runter. Als wir anfangen wollten zu spielen, wir haben das, also da saßen welche am Tisch, die sind dann weggegangen und die sagten, zu zweit braucht ihr das gar nicht zu spielen, das funktioniert nur zu dritt oder zu viert. Haben wir uns angeguckt, das probieren wir mal aus. Und tatsächlich war es so, das hat zu zweit echt Spaß gemacht. Ja. Also auch wenn halt eben diese Karteneffekte natürlich noch interessanter werden, wenn man mit mehreren spielt. Also gerade so, ich lege die niedrigste Karte vom Wert aus. Das weiß ich natürlich, im 4-Personen-Spiel ist das schwieriger abzuschätzen. Kriege ich darüber meine Punkte, ja oder nein? Im 2-Personen-Spiel ist es deutlich einfacher. Man muss auch die Karten, die man abgelegt hat, fächern, dass der andere Spieler sehen kann, was man ausgespielt hat. Fand ich ein bisschen schade eigentlich. Ich hätte es lustiger gefunden, wenn es verdeckt abgelegt wird, aber laut Regeln offen. Und deshalb konnte ich zum Beispiel sehen, Michaela hatte Hälfte des Spiels 1, 2, 3 ausgespielt gehabt. Dann wusste ich, okay, die kann ich so legen, ohne dass halt eben irgendwas passiert. Und was eben auch cool gelöst war, angenommen, wir haben beide die gleiche Karte ausgespielt, also beide eine Karte mit der 8. Dann, je nachdem, wir haben ja einen Stapel mit verdeckten Landschaftskarten und darunter sind diese 2 Reihen mit den offenen. Und auf der Rückseite von diesen Landschaftskarten ist so eine Leiste mit 5 verschiedenen Symbolen. 2 bis 5 Spieler können teilnehmen. Weil jeder Spieler hat eine eigene Symbolfarbe und dann wurde es dann quasi hier Kreis, Quadrat, Dreieck. Und Michaela hat vielleicht Kreis, ich habe Dreieck. Das heißt, jetzt momentan ist sie vorne auf der Rückseite. Das heißt, einen Gleichstand würde sie gewinnen. Wenn die nächsten Landschaftskarten aufgedeckt worden sind, dann war diese Reihenfolge wieder komplett anders. Und das war ein schönes Gimmick, muss ich sagen. Also es ist eben nicht so, dass so jedes Mal der gewinnt oder der, sondern wirklich, wie ist gerade die Rückseite von der obersten verdeckten Landschaftskarte. Das war cool gelöst. Ich fand, das war sowieso, es spielte sich flüssig und es war halt immer so, man hat diese Charakterkarten. Klar, am Anfang musste man sich erstmal durchgucken, was können diese einzelnen Karten und so weiter. Wenn man es häufiger spielt, kennt man ja die Charaktere und das war eigentlich so schön, zu überlegen, welche Charakterkarte spiele ich jetzt, weil dann wird erstmal der Charakter ausgelöst und abgearbeitet und dann hat man sich halt diese Landschaftskarte. Auch immer, wie wichtig ist mir das, will ich jetzt als Erster die Landschaftskarte unbedingt haben, weil Michaela ist stark auf Berge gegangen zum Beispiel und musste irgendwann, hätte sie noch einen Berg gebraucht. Und der lag dann aus und dann habe ich für mich entschieden, ich muss den auf alle Fälle haben. Und dann habe ich natürlich eine niedrige Karte gespielt, die sie nicht trumpfen konnte. Und dann konnte ich ihr den wegklauen. Also von daher ist es sehr interaktiv. Ja, es gab auch so Karten zum Beispiel, einen Charakter, wo man dann die vordere Karte, also die vordere Landschaftskarte mit der hinteren wechseln auch durfte. Das. Da hätte man zum Beispiel auch den, ich sag mal, jemanden die Tour versauen können. Wenn ich jetzt gerade sehe, Christian braucht unbedingt noch diese Karte, weil es gab auch eine Landschaftskarte, da bekam man Punkte je unterschiedliche Landschaften. Ja. Ne? Die hast du ziemlich häufig. Und die lag vorne, weil ich, eigentlich würde ich die jetzt gerne nach hinten schieben, damit er die nicht bekommt und so weiter. Und dann muss man im weiteren Spielverlauf ja auch gucken, welche Karten habe ich ausgespielt, welche hat mein Gegner noch. Das ist natürlich auch im 2-Personen-Spiel viel übersichtlicher, als wenn man im 3-, 4- und 5-Personen-Spiel noch die anderen Spieler im Blick behalten muss. Welche Karten können noch gespielt werden? Was kommt noch letztendlich? Aber dadurch, dass sie offen ausliegen, ja, aber trotzdem muss es ja im Blick haben. Ja, ne? Welche spiele ich jetzt aus? Ist mir wichtiger, die Karte zu kriegen, die dann noch aussieht? Will ich unbedingt diese Karte haben oder will ich eben unbedingt den Effekt haben? Also ich fand, das war schon ein schönes, also es hat Spaß gemacht. Ja. Es war eigentlich ein einfaches Spiel, aber es hat schon irgendwie doch einen gewissen Kniff gehabt, fand ich. Genau. Und dann sind wir in die Ecke weitergegangen, dann haben wir uns Mischwald. Genau, wir sind bei Asmodee geblieben und Mischwald kommt jetzt, glaube ich, das kommt auch im Herbst, glaube ich, raus. Es war erstmal nur als Prototyp da. Also was ihr jetzt seht an Fotoaufnahmen sind Prototypenmaterial, gerade dieses, ich sag mal, Spielertableau oder dieses Auslage. Tableau in der Mitte, das war nur geschnitzt, sag ich mal. Genau, das passt auch nicht richtig, weil das, da liegen nachher bis zu 10 Karten und das, was da lag, war einfach zu kurz, das funktionierte nicht ganz, weil sobald da 10 Karten sind, wird alles abgeräumt und wird auf den Ablagestapel gelegt. Erstmal nur so. Ablauf, wir haben Karten auf der Hand und wir
pflanzen unseren Wald. Bauen den Wald, wollte ich jetzt mal absolut nicht sagen. Das sagst du doch sonst immer so gerne. Ja, ich weiß, genau. Und da gibt es halt eben, also es gibt einen riesigen Kartenstapel. Und wir spielen, je nach Spieleranzahl ist der Kartenstapel halt eben mehr oder weniger Karten. Mhm. Und wenn der aufgebraucht ist, dann ist das Spiel eben... Der wird aufgeteilt und dann gibt es so drei Jahreszeiten, also dreimal Winter im Prinzip. Mhm. Und der wird, diese dreimal Winter, die eine Karte wird nachher auf den ganz oben auf das letzte Drittel von dem Kartenstapel gelegt und die beiden anderen werden zufällig eingemischt. Und wenn das dritte Mal eben der Winter erscheint, ist das Spiel sofort vorbei. Sofort, ja. Mhm. So, und am Anfang haben wir halt eben Karten auf der Hand und wir können halt eben eine Karte ausspielen. Wir haben ein Kartenlimit von, du sagtest 6, glaube ich. Genau. Ja. Mhm. Und diese Karten haben halt eben mehrere Funktionen. Also zum einen eine Karte, die ich ausspiele, hat oben links einen Wert von 0 bis gefühlt 2, vielleicht auch 3. Das ist quasi die Kosten, die wir haben. Ich muss als erstes einen Baum, also alles muss ich einen Baum ausspielen. So ein Baumstamm, sag ich mal. Nee, war ein richtiger Baum. Ja, einen Baum ausspielen. So, und der kostet halt eben gewisse Menge an Geld, sag ich mal. Dieses Geld bezahle ich mit meinen anderen Handkarten. Das heißt, wenn oben eine 2 steht, muss ich 2 Handkarten auslegen auf diesen Slot in der Mitte, wo bis zu 10 Karten hinpassen. Und wenn ich es sogar schaffe, dass eventuell wird eine Farbe gefordert. Wenn ich es schaffe, das in dieser Farbe zu bezahlen, dann habe ich noch einen Zusatzeffekt. Eventuell, es war ja eventuell, genau, da ja. Ne? Also eventuell, vielleicht auch nicht. Aber ich kann es auf alle Fälle immer bezahlen mit 2 Handkarten, wenn es 2 Kosten sind, dann habe ich meinen Baum da liegen. Und dann gibt es halt eben noch Karten, das können sein zum Beispiel irgendwelche Raubtiere, wie jetzt ein Fuchs oder ein Bär oder sonst was, die kommen halt eben auch, muss ich auch ausspielen, muss ich auch bezahlen. Die kommen dann, wenn ich auf den Baum drauf schaue, rechts zum Beispiel dran. Oder es gibt irgendwelches Reh oder Dammwild? Mhm, irgendwelche ja. Rehe, Hirsche und sonst was, die können dann halt eben links an diesen Baum gelegt werden. Dann gibt es zum Beispiel Schmetterlinge, die können oben an den Baum rangelegt werden und irgendwelche Moose, Pilze, die können unten rangelegt werden. Und jedes Tier oder jeder Anbau, sage ich einfach mal, hat eine unterschiedliche Funktion. Also es gibt zum Beispiel bei den Schmetterlingen ist es so, je mehr unterschiedliche Schmetterlinge ich habe, umso mehr Siegpunkte kriege ich bei Spielende. Mhm. Oder bei dem Fuchs ist es, glaube ich, so gewesen, dass, oder bei dem Wolf, weiß ich nicht mehr genau, dass wenn ein einziges Reh in meinem Wald nachher vorhanden ist, dann bringt der 10 Punkte. Oder der Bär, den Michaela ganz gerne ausgespielt hat, wenn ich den ausspiele und bezahle, dann kriege ich alle Karten, die vorne sind, die in dieser Auslage sind, also bis zu 10, wenn es gerade gut, bis zu 12 könnten das sogar sein, wenn es gut gelaufen ist, dann nehme ich die alle, packe die in meine Höhle und das sind dann nachher die Punkte wert, wie viele Karten ich da drin liegen habe. Und so baue ich halt eben meinen Wald. Es gibt eben auch eine Karte, die Eiche zum Beispiel, wenn ich es schaffe, alle 8 unterschiedlichen Baumarten in meinem Wald zu haben, dann kriege ich Siegpunkte. Oder wenn ich die meisten Buchen habe zum Beispiel, oder wenn ich 4 Linden habe, oder. Also jede Karte, die ich ausspiele, hat einen Effekt, den man versucht, mit der eigenen Auslage zu kombinieren und quasi den bestmöglichen Wald zu bauen. Das ist es. Und wenn dann halt eben das dritte Mal Winter aufgelegt worden ist, die Karte aufgedeckt worden ist, dann wird sofort gewertet. Und dann schauen wir halt eben uns quasi alles an, was erziele ich oben an Punkten, was erziele ich unten an Punkten, links, rechts, über die Bäume selber. Ist eine relativ lange Liste von dem, was man da so aufschreiben muss. Mhm. Punkt. Also das war auch so ein kleines Manko am Spielende, dass man da nichts vergisst, weil wir haben jetzt erstmal oben unten, dann links, rechts und dann noch die Bäume oder zuerst die Bäume. Also da hoffe ich, also sie hatten jetzt dann noch, es war ja wie gesagt ein Prototyp, es gab noch keinen Wertungsbogen, aber da braucht man nachher wirklich einen guten Wertungsbogen, weil da fand ich die Endabrechnung, das hat zum Glück auch die nette Erklärerin von Lookout-Spieler gemacht, weil da fand ich die Endwertung schon sehr unübersichtlich, weil das wird schon, ich blende euch jetzt da Bilder ein, der Wald wird nachher schon recht groß. Und wir sind dann zu zweit unterwegs gewesen. Also wenn wir da zu viert unterwegs sind und es kommen ja auch noch mehr Karten dann in diesen Gesamtstapel, also da braucht man echt Platz, weil man kann die eben nicht übereinander stapeln, weil jeder Baum, da wird eben oben, unten, links, rechts was angebaut, eventuell. Und das macht es eben auch so ein bisschen unübersichtlich, wenn man versucht halt eben zum Beispiel bei den Kastanien, je mehr Kastanien ich habe, umso mehr Punkte kriege ich. Und ich habe die alle so auf einen Haufen mehr oder weniger platziert und bin nicht großartig mit Anbauten rangegangen. Also man braucht echt Platz. Ja, also man darf auch an jedem Baum maximal 4 anbauten. Nee, du kannst bei den Feldhasen, da wird noch weiter angestückelt. Der Feld, aber ist auch der einzige, ne? Ansonsten kannst du immer nur oben, du kannst unten, auch links, bei dem Salamander, nee, Salamander war anscheinend, das war bei... Ist ja auch egal. 2 nach unten, es könnte irgendein Moos gewesen sein, weiß ich nicht mehr. Also es gab auch welche, da musste man... Aber grundsätzlich war es so, dass an jedem Baum maximal oben, unten, links, rechts was rangelegt worden durfte. Gab dann einige Sonderfälle, wo man es halt durfte. Aber wie gesagt, ich habe nachher, ich glaube, 10, 12 Bäume gehabt, also von daher. Und das war echt
Fläche. Du hattest nicht so viel, aber. Und Chris hat schon geschimpft, ich habe den Bären, ich glaube, 2-3 Mal. Und das Coole ist halt, also man darf ja, also eigentlich ist es so, die Auslage wird eigentlich dann, sobald da 10 Karten liegen, wird die nachher abgeräumt. Aber es ist halt so, der Bär, der kostet auch nochmal 2 Karten und da haben wir sie extra gefragt. Man legt erstmal noch diese 2 Karten ab und dann wird der Bär ausgelöst. Also kann man bis zu 12 Karten. Ich glaube, ich habe 2 Mal den Bären ausgelöst. Mindestens. Und Chris hat gesagt, oh, voll mächtig. Und ich habe auch einen gehabt. Ganz am Schluss habe ich einen gehabt und dann habe ich es fast, weil ich wollte natürlich auch viele dann rausholen von diesen Karten und bums, dann kam der Winter und ich so, ja, sauber. Und ich habe natürlich immer darauf gepokert, ich habe immer gedacht, bitte, lass jetzt nicht so viele Karten, weil man überlegt sich dann ja, wann spiele ich den Bären, weil man möchte ja mindestens sehr viele Karten aus der Auslage dann haben. Das ist natürlich im Zwei-Personen-Spiel auch einfacher, als wenn man es mit mehreren spielt, definitiv, dass man dann wieder dran ist. Und da habe ich natürlich immer darauf gepokert, möglichst viele Karten, also wann setze ich den Bären ein, wann ist der richtige Zeitpunkt. Es ist aber nachher 141 zu 142 ausgegangen. Du hast gewonnen. Ich habe einen Punkt mehr gehabt, also so schlimm. Also es scheint richtig austariert zu sein mit dem Bären. Er scheint nicht übermächtig zu sein. Also es hat Spaß gemacht, dieses Anlegen. Würde ich gerne nochmal mehr spielen. Die Endwertung, bin ich mal gespannt, ob die fand ich schon ein bisschen unübersichtlich. Herausfordernd. Genau, die fand ich unübersichtlich, aber ansonsten, Spiel selber hat Spaß gemacht, aber man muss halt mal gucken, ob es so den Langspielspaß dann nachher letztendlich dann trägt. Genau, okay. Dann spick mal, was kommt jetzt? Dann waren wir bei Hans im Glück und haben die neue Herbstneuheit ausprobiert, nämlich Kavi. Kavi ist ein Wikinger-Spiel. Achtung, auch hier alles Prototypenmaterial, was ihr jetzt seht. Also es ist noch nicht das endgültige Material. Wir haben alle ein eigenes Spielertableau, wir haben einen großen Spielplan, auf den können wir mit unseren Schiffen umhersegeln, auch total cool gemacht, das sind auch so richtige 3D-Schiffe, wenn wir segeln mit einem Mast wollen, in der Mitte, mit der einem ist Mast wichtig. In der Mitte, genau, weil wir brauchen nämlich Proviant, auf diesem Mast wird dieser Proviant draufgesetzt, wenn wir segeln wollen, müssen wir dafür entsprechend Proviant abgeben. Vom Grundprinzip haben wir Würfel, wir haben, ich nenne das jetzt einfach mal so ein Verwaltungstableau, kann man das so nennen, Aktionstableau, so nenne ich es mal. Und im Vier-Personen-Spiel hat jeder Spieler einen Würfel, im Zwei- und Drei-Personen-Spiel hat jeder sogar 2 Würfel. Und auf diesem Aktionstableau, diese Würfel haben Met drauf, das ist im Prinzip die Währung, mit der man die Aktion bezahlt. Und wie ihr das aus vielen Spielen könnt, kennt der Spieler, der am weitesten hinten liegt, der fängt letztendlich an, darf seinen Würfel nehmen und den auf ein beliebiges freies Feld auf diesem Aktionstableau legen. Aber je weiter ich nach vorne schreite, umso länger kann ich erstmal sitzen und warten, bis ich wieder dran bin. Weil immer der Spieler, der am weitesten hinten liegt, ist dran. Das heißt, ich suche mir eine Aktion aus. Es gab zum Beispiel graue Aktionen, damit kann ich mir Ressourcen wie Silber und Fell besorgen. Es gab blaue Aktionen, damit kann ich mir zum einen Karten holen. Es gab Karten, die verbessern meine Seefahrt, die verbessern den Kampf, die verbessern aber auch das, dass ich meine Würfel irgendwie beeinflussen kann, dass ich einen besseren Würfelwert letztendlich dann bekomme. Es gibt rote Sachen, da kann ich kämpfen, weil ich kann auf diesem Spielplan, wenn ich umhersegel, kann ich so, ja, so Plättchen letztendlich mir erstmal holen. Bei roten Plättchen brauche ich einen bestimmten Kampfwert. Ich kann nämlich auf meinem Schiff, auf meinem Eigenspielertableau, kann ich auch noch Kämpfer bekommen. Die können verschiedene Kampfwerte haben. Um diese roten Plättchen zu erfüllen, brauche ich einen bestimmten Kampfwert. Dann bekomme ich da bestimmte Vorteile bei der Erfüllung. Das mache ich über die rote Aktion. Es gab eine gelbe Aktion. Es gibt nämlich auch noch so gelbe Plättchen auf dem Spielplan. Auch da, wenn ich dahin schippe, darf ich mir so ein gelbes Plättchen nehmen. Da muss ich Rohstoffe bezahlen, bekomme ich Vorteile für. Das mache ich durch diese gelbe Aktion, wenn ich die ausführe. Diese Plättchen lege ich auf meinem Spielertableau ab. Damit kann ich zum Beispiel dann auch wiederum die Aktion verbessern, dass ich, wenn ich meinen Würfel durch eine Aktion auf dem Aktionstableau erhöhen darf, am Anfang darf ich nur um 2 Augenzahlen erhöhen, nachher kann ich um 3 erhöhen. Das kann ich halt durch diese gelben Plättchen auf meinem Spielertableau verbessern. Durch die roten Plättchen kann ich verbessern, dass ich mehr Proviant bekomme. Am Anfang bekomme ich durch diese 2. Aktion auf dem Aktionstableau immer nur 2 Proviant, nachher kann ich 3 und 4 Proviant bekommen und so weiter. Man kann auch noch Schlosssymbole freischalten. Es gibt auf diesem Aktionstableau auch noch Felder, wo man dann die Schlossaktion machen kann. Die muss ich aber erstmal freischalten. Bei den gelben war es, wenn ich Schloss freigeschaltet habe, dass ich, glaube ich, ein Gold und irgendwas, ein Eisen oder ein Dings bekommen habe. Das kann Gold ich dann auch noch da. Also wenn ich die Aktion nutzen möchte auf dem Aktionstableau mit meinem Würfel, muss ich die überhaupt erstmal freischalten. Jede Aktion hat auch einen bestimmten Wert. Ich hatte ja gesagt, auf den Würfeln sind 0 bis 5 Symbole drauf. Ich muss halt die Aktion, die ich mache, bezahlen. Das heißt, die können zum Beispiel, ich glaube, 0 bis 3 haben die gekostet, die Aktion. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja, 3 war das teuerste, ja. Je nachdem, welche Aktion ich mir auswähle, muss ich gucken, was steht da drauf. Wenn da 2 drauf steht, muss ich halt 2 auch von meiner Würfelaugenzahl runterdrehen können. Von daher bezahle ich damit. Von daher, ich muss auch irgendwie sehen, dass ich meinen Würfel wieder hochbekomme, dass ich also wieder auch Würfel drauf bekomme. Ja, und das, diese Stellen, wo man das kriegen kann, also jetzt im Vier-Personen-Spiel waren das zum Beispiel nur 3
Position, wo das überhaupt ging. Das heißt, wenn die anderen drei oder vor mir da... Oder auf dem Startplättchen, ne? Genau, das war relativ in diesem Karree, in der Mitte davon. Mhm. Und wenn die anderen halt eben das gemacht haben und ich bin hinter denen, dann sind diese drei Slots belegt und dann muss ich wirklich einmal komplett außen rum und dann anfangen. Und da verliere ich natürlich arg viele Aktionen dadurch. Mhm. Genau, also so hatte man verschiedene Sachen, die man machen konnte. Man durfte sich auch immer noch, wenn man seine Aktion gemacht hat, also meinen Würfel bewegt habe, die entsprechende Aktion gemacht habe, den Würfel entsprechend reduziert habe und das, was es kostet, dann durfte man sich auch immer noch mit dem Schiff auf dem Spielplan bewegen, musste dafür aber letztendlich dann auch Proviant abgeben, um zum Beispiel diese gelben Plättchen einzusammeln, diese roten Plättchen einzusammeln. Es gab auch noch auf dem Spielertableau, man konnte auch noch Häuser platzieren. Wenn man da der Erste war, bekam man mehr Punkte. Dann gab es noch diesen Turm, den man platzieren konnte. Auch da gab es dann, je nachdem, wann man den platzierte, man konnte auch noch Häuser und Türme von seinem eigenen Spielertableau dann freischalten, um die auf dem Spielplan dann zu verbauen und so weiter. Also es gab da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es ist halt immer so die Möglichkeit, also die Entscheidung gewesen, wo gehe ich jetzt mit meinem Würfel hin, welche Aktion möchte ich machen, kann ich das bezahlen mit meinem Würfel, wie weit hinten bin ich dann, ist mir diese Aktion jetzt so wichtig, weil viele Aktionen gab es dann auch nur einmal. Wenn ich jetzt da nicht hingehe, kann das sein, dass ein Spieler, der nach mir dran ist, die besetzt, dann kann ich die Aktion, wenn ich dann dran bin, gar nicht nutzen, weil das Feld besetzt ist, weil ich da eigentlich hin möchte. Und wie Christian schon sagte, und gerade das mit dem Würfelaugenzahlen wieder hochleveln und auch Proviant besorgen, da waren halt jeweils nur drei Felder im Vier-Personen-Spiel und die waren halt dann auch schnell voll. Und da musste man sich dann halt auch entscheiden, okay, wann gehe ich jetzt dahin, damit ich die Aktion bekomme. Und gerade auch seiner letzten Runde war das dann auch nachher so, da waren auch viele Sachen, dann überlegt man sich schon, ich habe noch die Augenzahl, ich gehe dahin, das passt gerade, das kann ich gerade bezahlen, um das zu machen. Dann geht da ein anderer Spieler hin, dann ist vielleicht nur noch das teurere Feld davon frei, wo man die Aktion vielleicht auch noch machen kann. Passt aber nicht mehr, weil ich die, ich sag mal, dass ich ja mit meinen Würfel bezahlen kann. Oh, also das ist schon sehr brainburning, das war jetzt am Anfang, weil wir aber auch noch ganz viel nachfragen mussten und weil man auch noch viel überlegt hat, hat es doch sehr lange gedauert. Also wir haben jetzt mit Erklärung 3 Stunden gespielt. Es wurde nachher, man hat 4 Runden gespielt, also man läuft immer diesen Rundkurs rum. Wenn alle wieder auf dem Startplättchen angekommen sind, macht man noch die Aktion und sobald alle von dem Plättchen runter sind, kommt dieses Plättchen weg. Und da liegen halt 3 Plättchen aus und sobald man auf dem Spielplan ist dann das letzte Plättchen angedruckt, 4 Runden spielt man angekommen ist, dann ist das Spiel letztendlich dann zu Ende. Und dann kam es noch zu einer Endwertung. Man hatte auch noch so Hinkelsteine. Ich hatte zum Beispiel einen Hinkelstein, wenn ich nachher 2 Häuser gebaut hatte, am Spielende bekam ich 10 Punkte. Bei 3 Häusern oder 4 Häusern bekam ich 28 Punkte. Also es gab dann auch noch eine große Endwertung. Und also es war schon jetzt doch sehr, dass man gefühlt sehr lange warten musste, halt weil man sehr viel überlegen musste, weil man die einzelnen Aktionen noch nicht so ganz einschätzen konnte, weil man noch nicht wusste, was passiert denn letztendlich. Ja, und auch weil wir auch sehr viel nachfragen, man konnte nicht so viel nachdenken, was mache ich denn, wenn ich dran bin, weil diese Auslage sich komplett geändert hat. Also wenn ich dran war, mussten ja alle anderen an mir vorbeigegangen sein. Das heißt, die haben dann die Felder, die hinter mir sind, die ich überhaupt nutzen kann, schon belegt zum Teil. Und dann muss ich erstmal gucken, okay, jetzt bin ich dran, welche Felder sind denn frei, um dann zu entscheiden, was mache ich überhaupt für eine Aktion. Genau. Und das hat halt eben schon zu Downtime geführt, ja. Genau, also von daher, das muss man auf jeden Fall nochmal spielen. Jetzt das erste Spiel war dadurch halt wirklich sehr langwierig und da muss man halt gucken, wie sich die anderen Spiele, wenn man es häufiger spielt, ich glaube, wenn man es mit Grübeln spielt, dann wird sich das nicht großartig, weil da kann man wirklich grübeln und viel nachdenken. Wenn einen das stört, dann ist das, kann das schon halt sehr lang werden, das Spiel. Und da habe ich mich auch beim Spielen gefragt, wie das ist, weil zu zweit und zu dritt spielt man jeder mit 2 Würfeln, wie das dann erst noch werden soll. Ich glaube, in 2-Personen-Spielen mit 2 Würfeln ist es nicht so schlimm. Du hast dann eben nur 2 Aktionen, die du ja quasi machst. Ich glaube, das erhöht die Downtime nicht so, weil man es ja wahrscheinlich abwechselnd spielt trotzdem. Also wie gesagt, also was heißt abwechselnd? Also man spielt trotzdem die Reihenfolge ja runter. Ja, also ich fand, die Optik hat mir gefallen und das an sich auch. Man muss es halt nochmal spielen. Das Thema fand ich auch schön mit Wikinger. Also von daher, man muss es halt nochmal spielen, um zu gucken, ob sich das jetzt mit den Wartezeiten, was mir da sehr viel aufgefallen ist an dem Tag. Aber wie gesagt, wir mussten auch noch viel nachfragen dann in dem Moment. Aber ansonsten hat es vom Ersteindruck, war es für mich so okay, das Spiel. Gut, das war das Letzte an dem Tag. Schnitzeljagd haben wir dann noch gespielt. Schnitzeljagd noch, genau. Da haben wir noch ein kleines Absackerspiel gespielt, und zwar Schnitzeljagd. Das haben wir auch 2 aneinander gespielt. Ein ganz einfaches neues Spiel von Pegasus-Spiele. Man bekommt so eine Übersichtskarte, da sind 5 Tiere drauf, und zwar haben wir verschiedene Wertigkeiten. Der Bär ist 1, der Wolf ist 2, der Luchs ist 3, die Eule ist 4 und die Maus ist 5.
Diese Karten bekommt auch jeder Spieler auf die Hand. Also jeder Spieler hat die gleichen 5 Karten. Letztendlich geht es darum zu überleben. Wir spielen so lange, bis ein Spieler 5 Futtermarker gesammelt hat. Dieser Spieler hat gewonnen. Wir spielen über eine bestimmte Anzahl von Durchgängen, wie gesagt, bis ein Spieler 5 Futtermarker gesammelt hat. Und man möchte halt 5 oder überleben. mehr. 5 oder mehr. Und es geht halt los, dass man eine seiner Karten aussucht, verdeckt vor sich ablegt. Wenn das alle gemacht haben, geht die Jagd los. Dann wird aufgerufen. Einer ist aktiver Spieler und sagt, geht man halt diesen Bogen von oben nach unten da, hat jemand einen Bär gespielt? Dann wird geguckt, hat jemand einen Bär gespielt? Alle, die einen Bär gespielt haben, decken diesen Bären auf. Haben 2 oder mehr Leute einen Bären gespielt? Ja, dann können die sich nicht entscheiden, weil danach würde man gucken, welches Tier wird gejagt. Haben 2 oder mehr Leute das gleiche Tier gespielt in dem Moment? Dann wird nicht gejagt, weil die können sich nicht entscheiden. Aber die sind auch nicht für den Durchgang raus, die sind noch drin, die sind nicht gefressen worden. So, dann geht das nächste Tier. Wer hat einen Wolf Also gespielt? angenommen, es wäre jetzt nur ein Bär gewesen, dann darf dieser Bär entscheiden, wen er den jetzt Das hätte ich jetzt fressen mit dem will. Wolf gemacht, Ach auf so, dieses okay, da, gut, Beispiel. dann alles klar. Also es sind zwei Bären gewesen, die locken sich gegenseitig aus, dann wird der Wolf aufgedeckt, es ist ein Wolf und dann. Und dann darf der Wolf entscheiden, welches Tier er jagt. Und zwar darf er ein Tier jagen, was jetzt unter ihm ist. Also dürfte den Luchs jagen, die Eule jagen oder die Maus. Maus dann jagen. Und dann muss sich der Spieler, der das Tier aufgedeckt hat, der das Tier hat, für ein Tier entscheiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich jage die Maus und es gibt keine Maus, dann habe ich halt erfolglos gejagt. Aber ich bin auch Aber nicht raus. ich bin auch nicht raus, genau. Aber wenn es dann eine Maus gibt, dann muss die aufgedeckt werden und dann wurde die gefressen und dann ist dieser Spieler für diesen Durchgang komplett raus. Ist tot. Genau. Um Das ist so extrem, wenn ich das Ist richtig gefressen gesagt worden, habe. Ist natürlich. Wenn ich gefressen gefressen worden. worden bin, bin ich. Ja, egal. Raus, genau. Genau. Und deshalb wird diesen Durchgang raus. Das heißt, der kann keine Futtermarker kriegen. Und der Durchgang geht halt so lange, bis entweder nur noch ein Spieler übrig ist, der nicht gefressen wurde, oder bis alle Spieler drei, die noch übrig sind, 3 Karten vor sich ausliegen haben. Und dann wird halt geguckt, wer von diesen Spielern, wenn man nicht der Einzige ist, der noch übrig ist, werden die Kartenwerte zusammengezählt. Und wer den höchsten Kartenwert hat, kriegt halt 2 Futtermarker, alle anderen kriegen ein, haben mehrere die gleichen Karten, gleich hohen Kartenwerte, kriegen alle 2 Karten, 2 Futtermarker und alle anderen, die da drunter liegen, ein. Genau, Genau. das ist nämlich auch der Grund, warum man Mäuse spielt, weil eine Maus bringt eben 5 Punkte. Deshalb kann es eben, ist es schon wichtig, auch mal eine Eule, die bringt 4 Punkte, oder eine Maus auszuspielen. Ist natürlich risikoreich, weil man in der Nahrungskette relativ weit unten ist. Aber wenn ich überlebe, bringt mir das relativ viele Punkte, um dann quasi am Ende des Durchgangs Punkte zu machen. Genau, richtig. Ja, und so spielt man halt, wie gesagt, so lange, bis ein Spieler 5 Futtermarker mindestens Oder hat oder mehr? mehr. Ja, wir hatten eine Endausgabe, ich hatte 6 und ein anderer hatte 5 und da hatte ich dann gewonnen gehabt. Genau. Ja, und das ist ganz witzig dann. Also man kann in der ersten Runde durch sein vom Durchgang, sage ich mal so, weil man gleich als erstes Gefressen gefressen wird, ja. wird. Aber da so ein Spiel halt recht kurz ist, es hat halt Player Elimination, wie man das so schön sagt, ist es dann nicht ganz so Ach, schlimm. Player Elimination hast du gesagt. Ja. Ah, alles klar. Also cool ist halt eben, gerade wenn man das mit Leuten spielt, die man nicht kennt, die man so gar nicht einschätzen kann, weil wir haben das eben mit Leuten gespielt, mit denen wir sonst nicht spielen, und Ja. so einzuschätzen, so das ist der Typ, der spielt in der ersten Runde einen Bär aus, das ist eher so der Luchs und das ist so der Maustyp, das ist eben bei fremden Menschen echt schwierig, ja. Das war ganz lustig. Christian hatte einen jüngeren Mitspieler neben sich sitzen und das war so witzig. Die haben ständig die gleichen Karten ausgespielt. Die hatten wirklich bei einem Durchgang 3 gleiche Karten. Immer. Und ich sage, das kann doch nicht sein. Seid ihr irgendwie Geist, Bruder im Geist, Haben es oder? immer gegenseitig rausgenommen, aber wir haben dann überlebt und unsere Kombination hatte die meisten Punkte. Deshalb haben wir 2 Marker gekriegt. Jeder Das war zwei, ganz ja. Das amüsant, war ja. echt lustig. Und Also. er hatte nachher auch 5 und ich hatte 6. Ich habe in irgendeiner Runde war ich einmal einen Ticken besser. Das war sehr amüsant. Also es ist sehr kurzweilig, das Spiel, es ist sehr witzig. Man kann natürlich Glück haben. Es ist immer so, das ist total viel Glück dabei, weil welche Karte suche ich mir aus, welche Karte suchen sich die Mitspieler aus. Dadurch, dass wir 2 gleiche Karten haben, können wir nicht jagen, aber zumindest sind wir nicht raus für die Runde. Ne? Also den Bär auszuspielen, das ist natürlich am Anfang immer sehr sicher, weil man dann nicht gefressen werden kann. Und bei dem anderen ist es dann, wenn dann jemand kommt, der spielt den Wolf und man ist noch im Spiel, hat eine Karte darunter. Bitte nimm jetzt nicht die Karte, die ich jetzt gerade habe. Und Oder der. als Bär zu sagen, so jetzt kille ich den Wolf, das ist natürlich auch ganz nett. Ja, und man muss da halt immer überlegen, wenn man eine Karte, wenn man dann fressen möchte, so welche Karte könnten die jetzt gespielt haben? Welche könnte da jetzt liegen? Also es ist ein kurzweiliges, witziges Spiel. Ob das nun so viel Langspielreiz, also es ist jetzt ja kein abendfüllendes Spiel, es ist ein Nein, das ist ein Absacker-Spiel Absacker, zwischendurch, 100 Pro, aber klar. sowas war lustig. Wir haben auch Ja. 2 Partien gespielt, das war wirklich ganz lustig.
Ja, das war dann der Samstag und dann kam noch der Sonntag und da waren wir noch bei Spielefable und haben noch Bierpioniere gespielt. Genau, also ein Worker-Placement-Spiel. Wir haben im Prinzip, sage ich mal, zwei Meeple, die wir einsetzen können. Die haben auch eine Wertigkeit am Anfang von 1 und 1 und zwei. 2. Und wir haben halt eben ein eigenes Tableau. Da haben wir, ich nenne es jetzt mal Slots, wo wir halt eben Biermarken brauen können. Wir haben Stellen, wo wir halt eben unsere Bierfabrik aufpimpen können. Und wir haben zum Beispiel auch ein Lager, wo wir Fässer reinpacken können und wo wir das fertige Bier nachher auch zwischenlagern können, um das mal so zu sagen. Und wir haben halt eben ein großes Tableau, das von allen Spielern genutzt wird. Und dort angedruckt ist halt eben ein Meeple mit einer Zahl und zum Beispiel ein Meeple mit einer Zahl 4. Und wenn ich in diese Aktion reingehe mit meinem Meeple mit einer Zahl 2, haben die beiden zusammen eine Wertigkeit von 6. Und immer wenn man eine Wertigkeit von 6 schafft, kann man auf einem gesonderten Bereich von diesem Spielertableau, Gesamtspieltableau, kann man noch eine Bonusaktion machen. Das heißt, man versucht natürlich eigentlich die Stärke von seinen Meeplen so hinzukriegen, dass man relativ häufig diese Bonusaktion ausführen kann, weil man einfach was on top dazu kriegt. Und man kann halt eben, oder man fängt dann mehr oder weniger damit an. Andersrum, es gibt Karten. Am Anfang hat man ein Kartenlimit von 3 am Ende seines Zuges. Nachher kann man das auch verbessern, dass man auf 6 kommt. Und die Karten haben im Prinzip drei verschiedene Effekte. Es gibt einmal einen Effekt oben, was mich verbessert. Das heißt also, ich kann bei gewissen Stellen, wenn ich da meinen Meeple platziere, kann es sein, dass ich zum Beispiel Fässer bekomme. Und wenn ich diese Karte auslege und den oberen Bereich nehme, kann ich bei der Aktion halt eben zum Beispiel statt einem Fass zwei Fässer bekommen. Oder ich kann diese zwei Fässer, die ich habe, dann mehr nach unten bringen in mein Lager. Oder. Also damit kann man gewisse Teilbereiche einfach verstärken, indem ich Karten ausspiele und den oberen Bereich nehme. Dann gibt es einen Bereich, der ist eher auf der rechten Seite. Das ist so dieser lila Bereich. Das sind Aufträge. Da steht dann zum Beispiel drin, ich erfülle einen Auftrag mit einem Pilz, einem Lager. Lager und zwei Fässern. Und wenn ich das mache, dann kriege ich zum Beispiel 5 Siegpunkte und ein Geld oder. Also das sind dann reine Auftragskarten, die spiele ich aus, die erfülle ich in dem Moment und dann wird die Karte auch unter den Nachziehstapel gelegt. Und es gibt einen Bereich weiß, einmal mit einem weißen Kopf, sag ich mal, drauf und einem weißen Bereich unten. Das sind zwei verschiedene Sachen. Weiß unten ist halt eben ein Soforteffekt. Dann kann ich zum Beispiel ein Geld ausgeben und kriege dafür irgendwas Besonderes. Oder aber da ist halt eben ein Kopf von einer Person drauf, Das sind dann die ist das der Braumeister, glaube ich, und das Braumeister, waren genau, sogar den kann richtige. ich auch in meine Fabrik reinschieben und dann habe ich einen Permanentvorteil. So, das sind Karten, die ich habe. Und so ist es dann eben, dass wir versuchen, im Prinzip Bier zu brauen. Und da ist halt eben sowas ein netter Effekt in meinem eigenen Tableau. Wenn ich jetzt sage, ich baue ein ganz normales Bier, das kann ich immer, Bau das oder ist Braus? Brau. Brau, ich weiß gar nicht, was könnte man immer machen? Ein Ale, glaube ich, könnte man immer machen. Dann lege ich Punsche das kann hin. man immer machen. Also, ich hätte es fast Export gesagt. Aber egal. Also eine Sorte von Bier kann ich immer brauen. Und die lege ich erstmal mit einer Wertigkeit 3 nach oben. Und dann wird geschaut, wie stark oder wie gut ausgebaut ist denn überhaupt meine Fabrik. Und am Anfang ist es eben plus 3. Das heißt, ich starte nicht mit einer Wertigkeit 3, sondern mit der Wertigkeit 6. Muss das also auf die 6 drehen. Und das ist quasi meine Gärzeit. Also je besser meine Fabrik ausgebaut ist, umso kürzer ist die Gärzeit. Weil wenn das Bier lange genug gegärt hat, dann kann ich es aus diesem Bereich rausnehmen und in mein Lager packen. Und erst wenn es da ist, kann ich das eben über diese Auftragskarten entsprechend verkaufen und darüber dann Boni Und bekommen. wichtig war, man muss ein Bierfass dazu haben. Und was du gerade erklärt hast, diese einzelne Aktion, das ist halt ein Worker-Placement-Spiel. Man setzt halt die Arbeiter auf dem Spielplan ein, um zum Beispiel Bier zu brauen, sich die Verbesserungen zu holen für Genau. seine Fabrik, um letztendlich Kartenfunktionen auszulösen. Also dafür ist halt dieser Worker-Placement-Mechanismus da, um all das, was Christian gerade beschrieben hat, dann machen zu können. Und wie beim typischen Worker-Placement-Spiel, wenn besetzt ein Feld, dann ist es halt besetzt. Im Zwei-Personen-Spiel wurden auch noch bestimmte Felder dann abgedeckt. Ja, Im im Drei-Personen-Spiel noch Drei-Personen-Spiel ein paar andere. Und auch genau. das ist ganz cool gelöst. Also es gibt ein paar Startkarten in Anführungszeichen. Da wählt man zufällig aus, welche man nimmt. Und es sind nicht immer die gleichen blockiert. Also im Zwei-Personen-Spiel sind eben die, die und die, wenn ich die Karte gezogen habe. Oder eben die, die und die, wenn ich die andere Karte gezogen habe. Und das bringt natürlich schon deutlich Abwechslung, weil sonst kennt man es eben, okay, ich mache mein Zwei-Spieler-Dings, tak, 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 das decke ich ab. Das ist es dann immer, wenn ich zu zweit spiele. Und da ist es scheinbar anders. Und das ist im Drei-Personen-Spiel auch so. Und was eben auch cool ist, man hat eben seine eigene Fabrik, aber ich muss da auch noch gewisse Bereiche überhaupt erstmal Freischalten, freikaufen und ja. dann noch freischalten. Also es gibt halt eben eine Leiste oben mit 3 und unten eine Leiste mit 2 Bierarten. Und da ist eben auch, ich sag mal, eine Wand drauf. Und ich muss einmal die Biersorte,
Sorte oder Sorten freischalten, da sind so X'e drauf, die muss ich loswerden, aber ich muss auch diese gesamte Wand wegkriegen, damit ich überhaupt an die Kessel rankomme, um dann überhaupt Bier zu brauen. Das also, machte man zum Beispiel bei Ausbauten, also es gab zwei Ausbauten, damit konnte man diese Wände praktisch wegkriegen. Auf dem Worker Placement Spiel gab es halt verschiedene Felder, wo man diese, ich sag mal, Dreiecke, also das eigentlich auch noch mit wegkriegen konnte und so weiter. Du hast ja ganz viel auch genutzt, man konnte ja nachher auch seine Arbeiter auch noch verbessern, auch, die praktisch die konnte man upgraden. Dann in Rente schicken und die haben dann auch einen Vorteil gebracht. Ja, man hat einen besseren Arbeiter dann neu eingestellt, sodass man dann eben auch bei niedrigeren Aktionspunkten, sage ich mal, mit einem eigenen Miepel rein konnte, trotzdem diese 6 hatte, 6 war wichtig, um dann eben wieder eine Bonusaktion zu holen. Und da gibt es eben so zig Möglichkeiten. Mhm. Was eben cool ist, ist einmal die Ikonografie, also die Symbole, die drauf sind, extrem verständlich, fand ich. Also wir haben es wirklich angefangen zu spielen und jetzt, wir haben ja eben gerade das Spiel gehabt von Hans im Glück, wo wir relativ viele Nachfragen haben, weil es ja auch deutlich größer ist, aber ist auch komplexer. Auch komplexer, definitiv, aber Pioniere. Wir haben da einfach gemerkt so, wir haben relativ wenig Fragen. Also das erklärt das, das ist das. Okay, das ist eine Karte und die Karte hat 3 Funktionen. Das verwirrt einen ja eigentlich erstmal grundsätzlicherweise, aber das durchschaut man relativ zügig. Okay, grau ist, ich pimp das. Okay, lila ist, ich erfülle einen Auftrag. Weiß ist irgendwas sofort oder permanent. Das verinnerlicht man extrem schnell und auch diese, ich gehe da rein, das ist das Symbol, das bedeutet, ich kriege das und das. Das war schon ziemlich gut gelöst, muss ich echt sagen. Und Thema für mich finde ich genial, finde ich gut. Es soll auch nachher so ein Almanach dabei sein, wo eben die einzelnen Personen erklärt sind, weil es ist ein historischer Bezug da zur Zeit, wann ging es los? 1850, glaube ich, bis 1912, ungefähr den Zeitraum umfasst das, mit eben den Braumeistern, was mit Herrn Beck, oder heißt der Herr Becks, weiß ich nicht genau, oder Herr Guinness oder sonst irgendwas. Also da wird noch relativ viel Information, Flavortext, wie du so schön sagst, vorhanden sein in der Anleitung oder im extra Almanach, weiß ich nicht. Und also mir hat das Spiel extrem viel Spaß gemacht. Und cool ist eben auch, man spielt bis 20 Siegpunkte. Und das lädt wirklich dazu ein, dass man unterschiedliche, so ein kleines Bett drin halten, ja, dass man auch unterschiedliche Aktionen oder unterschiedliche Strategien fährt. Weil Michaela zum Beispiel ist wirklich klassisch drauf gegangen, ich schalte meine Biere frei, ich fange an, die zu brauen, um dann Aufträge zu erfüllen und darüber Siegpunkte zu kriegen. Und ich bin eben drauf gegangen, pimpen, 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 um dann eben nachher Geld einzutauschen. Also pimpen, 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 muss man dazu sagen, deine meine Arbeiter. Meepels, genau, um darüber Boni freizuschalten, dann eben auch permanent Geschichten zu haben und um darüber dann meine Siegpunkte zu kriegen und nicht so stark auf Aufträge zu gehen. Oder aber schon auf Aufträge, aber nicht über meine eigenen Bierbrauereien oder mein eigenes gebrautes Bier, sondern zum Beispiel, ich spiele eine Karte aus, darüber darf ich mir für ein Geld einen Pilz holen zum Beispiel. Und das habe ich eben nie gebraut, aber ich habe es dann in meinem Vorrat und kann es dann auch verkaufen. Also das ist, weil es eben auf 20 Siegpunkte geht, muss man nicht die ganzen, ja, diese ganzen Aufbau machen, das ist halt eben wirklich zum Laufen kommt, sondern man kann eben auch versuchen, das zu umgehen. Diese Maschinerie zum Laufen zu bringen, muss nicht zwingend sein. Ja, genau, das ist halt so ein kleiner Wettlauf, also wer zuerst, wenn man bei 20 Punkten ankommt, ist halt zu Ende. Dann gibt es halt noch so eine Endwertung, es gibt oben nämlich auch noch so eine Kartenauslage, man konnte auch noch Karten bekommen, da lagen Flaschen drunter und auch das kann man halt, dass die Flasche mal weiter vorrückt, weil man durfte sich nur Karten aussuchen bis zu dem Bereich, wo halt die Flasche lag. Wenn die Flasche ganz hinten war, bekam man am Siegpunkte auch nochmal ein Punkt pro, ich glaube, das war Glühbirne, die man auf seiner Karten hatte, in dieser Kartenauslage, die man ja ausspielen kann. Das ist wieder der obere Bereich gewesen und ein Punkt pro Geld, glaube ich. Und dann würde man auch nochmal gucken, ein Punkt pro Glühbirne und ein Punkt pro Bier, was nicht, also pro Paar. Man kriegt noch nicht Punkte. Nicht pro, also pro Glühbirne-Dings, sondern pro Paar. Also oben einmal, wenn meine Flasche da war, pro Paar aus Glühbirne und Geld. Und dann nochmal pro Paar aus Glühbirne und Bier, was ich noch in meinem Keller habe. Also ansonsten hat man halt die Siegpunkte im Verlauf des Spiels gesammelt, halt über die Aufträge. Man hat halt auch noch, es gab noch so eine Startspielerleiste, auch da lag noch immer Miepel aus und da musste man halt sich auch entscheiden, welche Aktion wähle ich davon. Man konnte dann wieder Karten bekommen oder Siegpunkte, man konnte noch einen zusätzlichen Miepel bekommen und so weiter. Und da musste man sich auch entscheiden, welche Aktion nehme ich da, weil je nachdem, welche Aktion ich da genommen habe, da kam es dann auch darauf an, wer dein Startspieler ist, weil wer am weitesten links war, war dann Startspieler für die nächste Runde oder danach wurde halt auch die Reihenfolge dann für die nächste Runde dann letztendlich bestimmt. Und ich fand auch dieses Element ganz witzig, dass man halt, wie Christian schon gesagt hat, auf diesen Arbeiter-Einsatzfeldern auf dem Spielplan waren halt dann Miepel abgebildet oder
Arbeiter abgebildet mit einem bestimmten Wert. Und wenn ich es halt schaffe, den Arbeiter, den ich dazulege, dass ich dann auf eine Wertigkeit von 6 komme, dass ich damit noch eine Bonusaktion oben auslöse. Da gab es auch verschiedene Sachen, die man noch mal, dass man halt das Bier, die Gierzahl weiter runterdrehen konnte und. Also es Das war waren schon. keine Riesendeffekte, aber es waren schon nicht Ja, es ist schlecht, halt die nochmal ein Effekte, ne? Zusatzeffekt, den man halt Mit der machen Bonsche durfte, dazu, zusätzlich zu ja. dem eigentlichen, den man hatte. Von daher wollte man das ganz gerne machen. Und das war halt auch noch so ein Anreiz. Erstmal gucken, was brauche ich, wo möchte ich hin, kann mir der andere das wegschnappen, ist das Feld dann willig, dass ich da hinkomme letztendlich und so weiter. Man hat auch noch auf seinem eigenen Spielertableau noch so ein Meeple gehabt, da konnte man auch noch Felder für freischalten, wo man zum Beispiel diesen Meeple dann auch nochmal auf Brauaktion legen konnte oder was auch immer. Also halt viele verschiedene Möglichkeiten. Von daher, also, es war wirklich eingängig. Wir konnten es leider nicht zu Ende spielen, weil wir leider nicht genug Zeit hatten. Aber ich muss auch sagen, also mir hat es Spaß gemacht. Ich hätte Ja. das gerne noch zu Ende gespielt. Scheiße, dass sie es geschafft haben. Und das hat auf jeden Fall. Also ich bin kein Biertrinker, von daher, ich kenne das Thema nicht. Ich kann So mich damit tief nicht stecke ich da auch nicht drin, aber es ist auseinandersetzen. einfach schön umgesetzt, weil es ist, erscheint sehr, sehr logisch, wie die einzelnen Abläufe auch sind. Ja. Ja, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich würde das Sehr gerne mal wieder thematisch. spielen. Ja, auf alle Fälle, ja. Genau. Okay, das waren dann die Spiele, die wir auf der BerlinCon gespielt haben. Viele gute Spiele dabei, hat uns viel Spaß gemacht, haben viele neue Spiele kennenlernen dürfen. Genau, schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr auf der BerlinCon wart, was ihr gespielt habt, was ihr vielleicht von den Spielen gespielt habt, die wir gespielt haben. Seid ihr da mit uns einer Meinung? Genau. Seid ihr der anderer Meinung, wie auch immer? Und ansonsten sagen wir an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen und wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!